So, liebe Leute, willkommen zu Let's Play Fandor, das Ausweichprojekt zu Let's Play DevCars. Mein Name ist Andi2150 und wir starten heute mit der Kampagne. Ihr seht hier unten, Solo-Kampagne, die Allianz von Avaris im Kampf um das Überleben. So, Mission-Beschreibung, Inselspringen. Computergegner mache ich immer auf schwach, weil dann haben wir immer noch ein bisschen Zeit, um uns vorzubereiten. So, Planet Torgon. Klima gemäßigt. Neue Optionen, Fahrzeugfabrik. Das erste Ziel der Allianz von Avaris, kurz Ares, ist der kleine Planet Torgon. Er bietet uns mit seinen Raumhafen eine optimale Ausgangsbasis für alle weitere Aktionen. Im Zuge der Befreiung von Torgon hat die alliierte Flotte mehrere Landungskorps zusammengestellt, um die Hoheit über die verstreuten liegenden Inseln in der Nähe des Raumhafens zurückzugewinnen. Übernehmen Sie einen der Brückenköpfe und bauen Sie die Basis weiter aus. Da Feindkontakt wahrscheinlich ist, erweitern Sie Ihre Armee um einige Fahrzeuge. Oh, das ist die erste Mission, also wird es nicht so schwer sein. Wie gesagt, Fandor ist das Ausweichprojekt zu DevCars, weil es momentan so aussieht, dass DevCars mir einige Sorgen bereiten wird. Ich weiß nicht genau, wann DevCars wieder erscheinen wird. Es wird aber erscheinen, sobald es geregelt ist. Macht euch keine Sorgen. So. Wenn die Mission fertig geladen ist, geht es auch schon los. Zuerst einmal mit einer kleinen Pause. Das ist unser Verteidigungsgeschütz, das ist unser Jeep und das ist unser Panzerspähwagen. Dann haben wir hier drei Herzcontainer und das war unser Raumfahrzeug. Und hier halt unser Gebäude. Basis errichtet haben. So, ihr seht auch schon, ihr könnt hier die ersten Gebäude bauen, leichter Geschützturm, Panzersperren und halt unsere kleine Waffenfabrik. Hallo.
wahrscheinlich zu leise. Mein Gott. Man kann es niemandem recht machen. Wow. Wir werden von feindlichen Einheiten angegriffen. Ich bin so doof. D-O-O-F. Theoretisch könnte man jetzt in der Waffe auch Forschungsfrage.
Panzerspähwagen-Dingo bereit. Was? Ja, jetzt gibt es Ionenlaser. Oder Ionenstrahler. Meine Fresse. Obwohl. Drei werden erstmal reichen. Und wenn er dann raus ist, wird dann auch die Forschung betrieben. Das ist halt die Frage. Sollte mehr aushalten. Fandor, kann man sagen, ist so eine Art Command & Conquer. Man muss dazu sagen, das Spiel wurde damals in Deutschland entwickelt und produziert. Ja, es war ein rein deutsches Spiel. Warum es sich nicht durchgesetzt hat, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es sich nicht gut verkauft. So. Ihr seht schon, die Klappe geht zu. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu leise. Aber es ist wirklich davon abhängig, wo man sich gerade befindet.